Willkommen zurück zu Pokémon Schwarz 2. Dieser Wind hier in der Arena, ey, den hätte ich gerne jetzt auch im Real Life, weil heute sind über 30 Grad draußen. Extrem heiß. Und ja, ich bin hier in meiner Dachgeschosswohnung. Es ist wie eine Sauna. Und wenn ich diesen Wind hier so sehe, ich werde richtig neidisch. Ja, und zu dem ganzen Wind kommen jetzt noch Flug-Pokémon von der Arena-Leiterin. Denn wir sind hier wieder bei der Arena. Und ja, ich möchte mal kurz schauen, ob irgendwer von unserem Team noch einen Trank braucht. Nö. Das heißt, wir sind bereit, gegen die Arena-Leiterin anzutreten. Ich bin sehr gespannt und ich habe ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst. Aus dem vollen Grund, weil die Trainer schon extremst stark waren. Die waren sehr, sehr dolle stark. Und es kann viel passieren. Es kann so wie bei den ersten zwei Arenen ausgehen. Ich weiß es nicht. Gut. Pokémon. Treffen wir mit Luke als erstes an? Ich würde sogar sagen, ja. Let's go. Da bist du ja endlich. Du hast im Auge des Sturms seine Standfestigkeit bewiesen. Es lässt sich auf einen heißen Kampf hoffen. Heiß auf jeden Fall bei der Hitze hier. Komm, lass uns zusammen ein bisschen Spaß haben. Ein Zeitpunkt, wenn ihr das seht, wird es eventuell nicht mehr so kalt sein. Es kann aber so warm sein, kann aber auch wieder heiß sein. Also von daher, ich hält ihr auch genauso neidisch wie ich. Petiamo. Okay, gegen den haben wir im letzten Part schon gekämpft. Am Ende sogar noch. Das war das letzte Pokémon, glaube ich. Und da hatte Luke einen Volltreffer rausgegeben. Ich greife als erstes mal mit Donnerwelle an. Erdstempel, was ist das für eine Attacke? Kenne ich nicht. Nein, zurückgeschreckt. Die macht mir zu viel Schaden. Ist vom Typ Psychoflug, glaube ich. Beides eine Kombination, also wo ich an sich nichts machen kann. Ich hol mal Michelle raus. Okay, macht nicht so viel Schaden bei Michelle. Ich muss aber allerdings die Runde nutzen, um Dings zu heilen, um Luke zu heilen. Wir brauchen ihn halt. Und wir brauchen ihn voll. Akrobatik. Ach du heilige Scheiße, Michelle ist besiegt. Das fängt gar nicht gut an. Richtiger Reinfall am Anfang. Richtiger Reinfall. René. Der hat zwar sehr effektive Attacken gegen René. Flug und Psycho, beides. Ich will es mal mit Unlicht versuchen. Okay, macht weniger als die Hälfte Schaden. Die Attacke bei uns. Und ja, sehr schön. Der setzt auf jeden Fall jetzt einen Hypertrank ein. Genau, dann ist der schon mal weg. Das ist sehr, sehr gut. Lieber für so ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, schwaches Pokémon. Wo das gerade mit dem Typ jetzt hier schon ordentlich reinhaut. Komm nochmal. Herztempel. Wie viel Schaden macht das bei René? Okay, nein. Shit. Setzen wir Hypertrank ein für René? Wir brauchen René Füllgehalt. Schreib mich denn jetzt hier an. Ich frage mal kurz, ob es wichtig ist. Okay, ist nicht wichtig. Gut. René ist voll geheilt. Bedeutet, wir können nochmal Finsteraura einsetzen. Wir greifen auch als erstes an. Interessant. Gut. Level 36 für René springt dabei bestimmt raus. Ja, wunderbar. Und Luke kriegt nochmal EP. Zwarunes. Ich glaube, ich weiß, was das für ein Pokémon ist. Das ist doch hier die Weiterentwicklung von dieser komischen Ente. Ja, das müsste auf jeden Fall Wasserflug sein. Bedeutet vierfach Schwäche gegen Elektro. Sonnenrein, was ist das für eine Attacke?
Und was senkt sich? Was senkt sich? Der Angriff. Okay. Das ist nicht gut. Ja, somit überlebt es auch Paralyse. Bedeutet, wir könnten schneller sein. Aber er hat irgendeine Beere. Zitrobeere. Mist. Das heißt, wir werden 2 Hits noch brauchen. Es sei denn, es kommt jetzt ein Volltreffer. Das scheint das stärkste Pokémon zu sein. Was ich eigentlich, um ehrlich zu sein, so ganz gut finde. Weil gegen das kann Luke auf jeden Fall was machen. So. Er hat Ruheort eingesetzt. Soll mir egal sein. Wir machen mehr Schaden als die Hälfte seiner KP. Er kann ruhig nochmal Ruheort einsetzen. Ich glaube, nächste Runde ist er besiegt. Ja, wusste ich. Wunderbar. 2000 noch was EP. Panzer Aeron. Ach du eine Scheiße. Stahlflug. Bedeutet, Elektroattacken sind jetzt nur normal effektiv. Das ist mir sowieso zu riskant, jetzt mit Luke hier anzugreifen. Bei Stahl können wir Finn einsetzen. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Und gut, dass ich Finn doch nochmal vorher gefangen habe, bevor wir die Arena machen. Allerdings müssen wir natürlich jetzt auch angreifen können. Windschnitt könnte viel Schaden machen. Macht's aber nicht gut. Wir machen eher mehr Schaden. Okay, am Anfang dachte ich, das wird ein Reinfall. Gerade das mit Michelle dann, dass Michelle besiegt wurde. Dass ich da erstmal herumwechseln musste. Aber letztendlich hat's funktioniert. Und wir haben's besiegt. Wir haben sie besiegt. Wunderbar. Du bist wirklich unglaublich talentiert. Der letzte Kampf, der mich dermaßen gefordert hat, ist zwischen bestimmt schon 2 Jahre her. Du hast mich und meine Pokémon sehr glücklich gemacht. Hier hast du einen von der Pokémon-Liga offiziell anerkannten Arena-Orden. Du hast eine große Karriere vor dir. Unser nächster Orden, das müsste jetzt der Orden Nummer 6 sein, wenn ich mich recht erinnere. Warte, schauen wir mal kurz. Ja, Orden Nummer 6 bedeutet, uns fehlen noch 2 Orden letztendlich. Den Jet-Orden. Oh, sieh das sich einer an. Mit so vielen Orden gehorchten dir alle Pokémon bis Level 70. Und hier hast du noch einen TM. Als Andenken an unseren Kampf. Akrobatik. Eine Flugattacke. Allerdings haben wir kein Flug-Pokémon. Bedeutet, das macht eher weniger Sinn. Und wir haben ja schon eine Flugattacke bei Michelle. Was? Was meinst du? Treibt Professor Escher gerade? Ich habe ihr nämlich versprochen, dass sie mein Flugzeug benutzen darf. Ja, sie war im Turm. Nicht der Turm der Ruhenden, Turm des Himmels, so heißt es hier in dieser Generation. So, ja, gut. Dann geht es jetzt zurück. Wir werden uns mal hier durchgleiten lassen. Ah, da waren Kisten, interessant. Na gut, Zeit mit dem Flugzeug durch die Lüfte zu düsen. Aber wo steckt Professor Escher? Ach, da ist sie doch. Hallo. Und wir hoffen, dass unsere gemeinsamen Nachforschungen auf der anderen Seite des Berges ähnlich glatt verlaufen. Ja, und du hast auch ganz richtig gehört. Du steigst mit mir in dieses Flugzeug. Es gibt da jemanden in Twin Direct City, den ich dir gerne vorstellen würde. Leider ist es zurzeit nicht möglich, den Wendeberg zu Fuß zu überqueren. Deshalb müssen wir per Flugzeug nach Monsentiero reisen. Später dann mal, wir treffen uns bei Panaero City Zustelldienst. Okay. Halt, warten Sie, Professor! Nimm wirklich kein bisschen Rücksicht auf andere. Okay, du kommst auch mit. Was? Wir kommen auch mit? Was? Ich habe mich gerade schon so ein bisschen gefragt, ja, wenn da der Weg versperrt ist, wo geht's mit uns weiterhin? Aber, okay. Ich muss mal kurz auf die Karte schauen, Wo geht's jetzt überhaupt hin? Also hier nach Neviro City, da scheint wohl so zu sein. Keine Ahnung. Eigentlich wäre es da noch weitergegangen. Könnte mir gut vorstellen, dass hier nach hier hingeht? Nee, eigentlich auch nicht. Geht's hin? Hier hin! Das ist hier Monsentiero.
Okay. Dann schauen wir mal. Erstmal kurz im Pokémon Center, damit unsere Pokémon natürlich geheilt werden. Weil ohne Heilung laufe ich hier jetzt nicht los. Wir müssen in dieses blaue Gebäude dann gleich da rein. So. Was gibt's denn hier eigentlich noch für extra Pokebälle? Obwohl, wir brauchen die eigentlich jetzt nicht so unbedingt mehr. Wir haben ja jetzt alle Teammitglieder. So, hier. TM-Abteilung? What the fuck? Okay. Hagelsturm, Sonntag, Regentanz und Sandsturm gibt es hier. Ich glaube, ich müsste mal die anderen Städte mal alle abklappern und mal schauen, was es da gibt. Vielleicht gibt es hier und da vielleicht doch nochmal eine geile Attacke für uns. Wenn es da auch die TMs gibt, das wusste ich nicht. So, hier sind die beiden. Professor Escher hat ihre Untersuchung inzwischen offenbar abgeschlossen. Möchtest du auch in meinem Flugzeug mitfliegen? Wunderbar, lass uns einen Abflug machen. Hey, Geraldine, wir bringen uns nach Monsentiero. Bell! So viele Frauen hier. Nein, ich habe nichts gegen Frauen, wisst ihr ja. Ein Augenblick bitte. Ich fliege mit. Ich möchte nämlich den Janusberg erkunden. Hört, aus dir spricht die wahre, der wahre Forscher, Gaspel. Ja, schön, wir fliegen alle zusammen. Auf geht's nach Monsentiero. Hey. Wenn alle startklar sind, kann's losgehen. So, jetzt fliegen wir hier mit dem Flugzeug. Ich hoffe mal, wir können auch aus dem Flugzeug irgendwas Schönes sehen, wie auch immer. Ich nutze mal kurz die Zeit und trinke was, weil es ist, wie gesagt, heute sehr, sehr heiß. Und da muss man viel trinken. Ich versuche halt, das ja immer nach der Aufnahme, beziehungsweise vor der Aufnahme zu machen. Ich habe schon vor der Aufnahme was getrunken, aber wie gesagt, es ist heute sehr, sehr heiß. Und da verzichte ich jetzt oder scheiße ich auf nichts trinken in der Aufnahme. Gut, scheiße ich sowieso öfters mal. Aber ja, könnt ihr vielleicht auch verstehen. Ich sollte dir wohl verraten, warum ich dich hierher gebracht habe. Chin hat mir berichtet, dass eine Gruppe namens Team Plasma vorhat, mithilfe der legendären Pokémon die Herrschaft über die Einhalle-Region zu übernehmen. Wie du ja weißt, gibt es in der Einhalle-Region zwei legendäre Drachen-Pokémon, Zekrom und Reshiram. Aber vor zwei Jahren haben Zekrom und Reshiram jeweils einen Trainer als Helden anerkannt und folgten ihm. Also kann es eigentlich nicht sein, dass Team Plasma die legendären Pokémon für ihre Zwecke missbraucht. Nicht wahr? Was haben sie bloß vor? Ja. Aber es gibt noch so viel, was wir über Zekrom und Reshiram nicht wissen. Das Beste wäre wohl, sich von Lysander in Twindrag City aufklären zu lassen. Schließlich ist er nicht umsonst der Arena-Leiter, der auf Pokémon vom Typ Drachen setzt. Ui. Kommen wir somit also endlich zur Sache. Ich möchte, dass du nach Twindrag City gehst und Lysander dazu befragst. Falls was sein sollte, dann brauchen wir auf deine Hilfe. Danke. Das Allerbeste wäre ja, sich gar nicht erst mit Team Plasma einzulassen. Aber es hilft nun mal nichts. Sich anzuhören, was Lysander über die Drachen-Pokémon zu sagen hat, ist immerhin spannend. Außerdem kannst du auch so die Seiten deines Pokédex füllen. Ich gehe dann mal zum Vulkan hier in der Nähe. Ich will wissen, was an den Gerüchten über ein seltenes Feuer-Pokémon den Janusberg dran ist. Jo, okay, Drachen-Pokémon, das klingt sehr, sehr interessant. Haben wir auch was gegen, und zwar natürlich, unsere Michelle bedeutet, ja, hier ist ein Flugplatz. Ja, hier gibt es wahrscheinlich aber nichts weiter, oder gibt es hier ein verstecktes Item oder so? Vielleicht in den Stein hier? Nee, leider nicht. Okay. Mit dem Wandel der Jahreszeiten wandelt sich auch die Landschaft, wenn man aus dem Fenster eines Flugzeugs bestaunt. Dann ändert sich das Klima, ändert sich auch der Baustil. Ja, wir konnten allerdings jetzt nichts hier erkennen, was ich ein bisschen schade fand, um ehrlich zu sein. Ein Feuerstein löst bei manchen Pokémon die Entwicklung aus. Ich hatte gehofft, dass man da jetzt halt was sehen kann, aber wie gesagt, nicht. Diese Stadt sieht hier sehr interessant aus, so westernartig fast schon. So, eigentlich waren wir gerade im Pokécenter. Warum heile ich meine Pokémon nochmal? Ich weiß es nicht. Ich mach's einfach, weil ich es kann, sozusagen. Gut, dann
Du untersuchst auch den Vulkan? Der hiesige Vulkan ist von der gleichen Art wie der Kahlberg in der Sinnoh-Region. Oh, geil. Kahlberg, ja? Den kenne ich natürlich noch. Schmerz ist nur eine Begleiterscheinung weltlicher Begierden. Hey, du bist ein Trainer, oder? Hier, sag nichts und nimm das. Ein Bandsticker. Jetzt nicht? Oh, ich dachte, es regnet draußen. Oh ne, es ist strahlender Sonnenschein. Schade. Und wie dachte ich habe da was gehört. Wenn ein Pokémon einen Bandsticker trägt, erhöht sich die Stärke seiner Geistattacken. Wo habe ich denn diesen Bandsticker noch gleich gefunden? Weiß ich nicht. Wir schauen mal kurz hier rein. Gibt's hier irgendwas Geiles? Geile Bälle, Finsterbälle zum Beispiel. Sehr, sehr nice. Brauchen wir aber nicht momentan. Der Medaillenmann scheint nicht hier zu sein. Okay, gut zu wissen. So, dann erkunden wir jetzt mal wirklich die Stadt hier, bevor wir irgendwas machen. Warum ich auf Reisen bin, fahren wir doch mal in Nossum. Weißt du, warum du deine Reise damals angetreten hast? Ja, weil ich mit euch die Einöl-Region erkunden wollte. Ich wollte das nicht alleine machen, daher nehme ich euch mit. Dieses Quiz ist ganz schön schwierig. Was passiert, wenn man Select trägt, während man in der Karte betrachtet? Was soll ich das wissen? Ich habe überhaupt keine Karte. Hey, Pokémon-Trainer. Also wenn ich dir eine Attacke empfehlen müsste, dann wäre es wohl Magimantel. Wenn dein Pokémon Magimantel anwendet, dann werden alle in dieser Runde vom Ziel verwendeten Statusveränderungen Attacken reflektiert. Es gibt auch Attacken, die mit Magimantel nicht reflektiert werden können. Ja, ich kann dir aber nie empfehlen. Meine Ehren, volle Aufgabe ist es, Pokémon-Attacken beizubringen. Außerdem sammle ich leidenschaftlich Indigo-Stücke. Schenk mir Indigo-Stücke und ich bringe deinem Pokémon eine tolle Attacke dabei. Bye. Ja, geil! Ist nochmal so ein Trainer hier, was wir schon mal hatten. Wir haben allerdings nur 2 Indigo-Stücke. Wenn hier eine geile Attacke mit dabei ist. Zuflucht, als Abwehr brauchen wir nicht. Magnetflug. Nee. Eissturm wäre geil. Eisenschweif. Okay. Hat Kräfte. Sein Kopfstoß. Drachenpuls. Finsteraura. Alter. Drachenpuls. Kraftkoloss. Sein Kopfstoß und Erdkräfte. Und Eisenschweif. Richtig geile Attacken hier. Allerdings, wir haben keine Indigo-Stücke. Weiß nicht, von wo man die auch so bekommt. Natürlich, ja, natürlich. Von diesen, in den Höhlen. Wenn da sich die Erde so aufhebt, dann kann man da Indigo-Stücke finden. Weil da wirklich so viel zu farmen, dass man alle Attacken hier kriegen kann, ist mir dann doch ein bisschen zu viel. Des Guten. So, da geht's weiter zur nächsten Route. Nur eine kleine Stadt, dieses Mal auch ohne Arena. Muss auch mal sein. Dank meinen Rockermein macht mir auch die Hitze eines Vulkans nichts aus. Dafür bin ich ihm wahnsinnig dankbar. Okay. Wissen? Was ist denn das da für einer? Ich bin hier geboren. Ich werde bis zum Ende meines Lebens hier bleiben. Monsentiero ist zwar nur ein kleines Provinznest, aber da ich nichts anderes kenne, kümmert mich das auch nicht. Du sprichst mich also tatsächlich an. Ein Trainer von Format. So mag ich's. Hier, diese TM ist für dich. Ladestrahl! Uiuiui. Wir haben doch schon Ladestrahl, oder nicht? Mit dem Ladestrahl kann ein Pokémon den Wert seines Spezialangriffs. Das ist Glück während seiner Attacken. Also immer und immer stärker. Ich glaube, Ladestrahl haben wir schon längst bei Luke. Ja, doch, schade. Ich habe mich zu früh gefreut. Und. Ladestrahl ist sogar schlechter als Funkensprung, von daher. So, in dieses Haus kommen wir anscheinend nicht, okay. Dann geht es jetzt zur nächsten Route gleich. Ein paar Kämpfe hier in diesem Pokémon, das fällt mir doch. Das ist der erste Trainer. Wir wechseln mal das Pokémon auf der 1. Zu Nico, dass er nochmal ein paar Level kriegt. Wir sind ja jetzt auch alle gleich auf. Und so gesehen, ab jetzt können wir ordentlich durchstarten. Fahrradfahrer, und hier sind verschiedene Farben von Gräsern. Okay. Ach, cool. Im nächsten Part werde ich euch natürlich dann auch dementsprechend vorlesen, was hier für Pokémon antreffbar sind. Bin ich schon sehr gespannt.
Aber nicht mehr in diesem Part. Wir haben nur noch 5 Minuten. Und mit den 5 Minuten will ich natürlich kämpfen. Ach du heilige Scheiße, natürlich ein Volltreffer. Was soll es noch anders sein? Ach Mann. Setze mal lieber einen Supertrank ein, weil ich könnte nämlich nochmal Verfolgung einsetzen. Bedeutet, wechseln ist jetzt keine Option. Da es eh nur ein Volltreffer war, macht das ja hoffentlich nicht ganz so viel Schaden. Greift als erstes an, das ist das Problem. Muss nochmal einen Supertrank einsetzen, damit wirklich die KP auf, fast auf dem Maximum sind. Oh, Ladungsstoß, okay. Gut, jetzt können wir angreifen mit Psychoschock. Was ist mit Verfolgung passiert? Ja, natürlich paralysiert, jetzt greifen wir bestimmt auch nicht an. Doch! Also schon sagen, das war ja obermega Hammerpech. Level 36. Aber Nico braucht jetzt erstmal kurz eine Heilung. Aber interessant, dass die Gegner immer noch so stark sind. Ich habe zwar jetzt nicht den hier nicht im Kopf, auf welchem Level der jetzt war, aber trotzdem relativ hoch. Kann man eine Arena-Bäre einsetzen. Dann ist Nico auch wieder auf dem aktuellen Stand der Dinge. So, welches Level haben sie denn jetzt nochmal? Das müsste unser aktuelles Level auch sein von unserem Pokémon. Was das noch kommt? 37, ja genau. So, ein Level höher. Uiuiui. Da merkt man, wie underlevelt wir momentan sind. Ich setz mal Luke ein, weil mit Nico kommen wir jetzt hier nicht ganz so weit. Oh, sehr schön. Sehr, sehr schön. So, Funkensprung. Natürlich setzt er das Scanner ein. Er hat Angst vor uns. Was macht Verhöhner? Da gucke ich mal kurz auf. Okay. Verhöhner. Der Ziel kann 3 Runden hinweg ausschließlich Attacken einsetzen, die direkten Schaden verursachen. Gut. Also nichts Schlimmes. So, Level 37 für Luke. Und Nico hat auch nochmal ein paar EP bekommen. Bei welcher Minute sind wir angelangt? 23 Minuten, also wir haben so noch ein bisschen Zeit. So, hier ist ein Hyperheiler. Da geht's runter. Hier geht's nicht durch, okay. Ja, war klar, dass wir jetzt noch auf ein wildes Pokémon treffen. Ein Drift Zeppeli kann man hier antreffen. Okay, cool. Nico, du flüchtest da. Mal auch. Nee. Nico, flüchten. Ja, ist klar. Natürlich ein Volltreffer mal wieder. Oh, ich wollte eigentlich flüchten. Nee, komm du mal bitte. Nee. Was gibt's denn hier? Der Janusberg. Okay. Da gehen wir kurz noch rein. Obwohl, wir gehen nicht mehr rein. Wir beenden den Part ganz einfach. Ich werde nochmal zurückrennen. Und, die Pokémon heilen, hier treffen wir uns dann halt dementsprechend wieder. Ich schau mal kurz, auf welcher Route wir eigentlich gerade sind. Wir waren... Ey. Hier ist das Pizarro Hot. Das war doch hier irgendwo. Ah, nee. Ich würde gerne wissen, was das hier für eine Route ist. Oh, da muss ich hier mal kurz... rein und nochmal hier. Hä? Ist das hier keine Route?
Das muss doch irgendeinen guten Namen haben. Hier kann man doch bestimmt ranzoomen. Ja, genau. Hat hier keinen guten Namen. Nur Janusberg. Okay, weil ich wollte euch jetzt noch die Pokémon hier vorlesen. Ja, schauen wir mal im nächsten Part an. Bis dahin und tschüss.